Willkommen, liebe Traderinnen und Trader, zur Mittwochsbesprechung unserer Märkte. Ein paar Handelsideen im Silber, im britischen Pfund, Schweizer Franken und im US-Dollar, japanischen Yen. Fragen haben wir auch so wieder jetzt gleich am Morgen. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Aber erst einmal danke für die Zeit heute Morgen wieder mit unseren Live-Zuschauern hier im Webinar und natürlich auch all denjenigen danke für die Zeit, die sich das Ganze im Nachgang anschauen. Ich weiß, wir haben immer viele, viele Traderinnen und Trader, die diese Webinare irgendwann im Laufe des Tages anschauen, und die lade ich auch ein, wer Lust hat, einfach mal morgens teilzunehmen, hier auf GoToWebinar anmelden oder der Facebook-Seite von Tickmill Deutsch das Like geben, und da kann man morgens rein und direkt auch Fragen stellen, so wie ich es schon bekommen habe, hier jetzt auf dem GoToWebinar-Kanal US-Dollar, Euro, US-Dollar, so rum. Da gucken wir rein, hier wird die Frage gestellt, wie geht es weiter? Da schauen wir uns den Chart entsprechend auch gleich an. Gucken wir, wie es heute in den Märkten los ist. Wir sehen es ja schon, Silber im Abwärtsstrudel, ganz klar. Die Indizes gehen hoch und die Edelmetalle werden etwas abverkauft. Das gucken wir uns beim Silber heute mal hier im Detail an. Zuvor, wie immer, der Risikohinweis, den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das wie immer. Und danach der Blick in die Tagesnachrichten hinein. Wir sehen es. Es gab heute schon ein paar Informationen aus Japan, den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen. Der war ein bisschen schlechter als die Prognose, aber besser als der vorherige. Sehr gute Nachrichten aus dem Schweizer Wirtschaftsraum. Und zwar haben wir da den Konsumklimaindex bekommen, den SIKO, das SIKO-Konsumklima, so heißt es, positiv, minus 7, die Zahl hier. Wir hatten den vorigen Bericht bei minus 17, das heißt, das ist ein Anstieg, und aller Lesweise dieses Indizes bieten Anstiege Frühindikatoren für eine Besserung des Konsumklimas, der wirtschaftlichen Stimmung unter den Bürgern. Das ist sehr, sehr positiv, das Ganze hier zu lesen. In ein paar Minuten spricht dann noch der EZB-Vizepräsident, und dann geht es schon weiter mit dem Reigen der Nachrichten um die Einkaufsmanager-Indizes. Wir sehen es hier, um 10 Uhr bekommen wir den Einkaufsmanager-Index für das Gesamte und die Dienstleistungen aus der Eurozone. 10.30 Uhr geht es dann in Großbritannien weiter. Gleiches Bild, den Gesamtindex und den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen. Und um 11 Uhr gibt es dann noch die Einzelhandelsumsätze aus der EU für den Monat Dezember. Danach spricht EZB-Präsidentin Frau Lagarde. Das ist immer sehr, sehr wichtig für die Indizes, aber auch für die Währungen, die mit dem Euro zusammenhängen. Also das gut auf der Uhr haben. Und dann am Nachmittag geht es weiter in den USA. Wir bekommen hier um 14.15 Uhr die ADP-Beschäftigungsänderung. 14.30 Uhr gibt es dann Informationen zur Handelsbilanz inklusive Importen und Exporten aus den USA. 14.30 Uhr auch noch die Handelsbilanz aus Kanada habe ich hier mit aufgenommen, weil es wichtig ist, der ein oder andere Trader wird hier sicherlich das Währungspaar oder Währungspaare mit dem Kanndollar immer mal auf der Uhr haben. Und da ist es immer ganz gut zu sehen, wie sich die Handelsbilanz entsprechend entwickelt. 15.45 Uhr geht es dann weiter mit dem Einkaufsmanager-Index in den USA. Hier auch wieder der Einkaufsmanager-Index im Gesamten. Und für die Dienstleistung 16 Uhr dann den ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung und die Beschäftigungen. Und dann um 16.30 Uhr die Rohöllagerbestände. Der API gestern übrigens, da gab es eine Zunahme bei den Lagerbeständen an dieser Stelle. Gut, das dazu, und dann gehen wir jetzt hier rein in die Märkte. Ich sehe schon auch wieder schöne guten Morgengrüße, die gebe ich auch alle, die noch live dazugekommen sind, gerne wieder zurück. Und wie schon gesagt, wer eine Frage hat, bitte rein in die Chats. Ich kümmere mich sehr, sehr gerne drum. Auch wenn Sie, liebe Zuschauer, Traderinnen und Trader, auch gerne mal möchten, dass ich regelmäßiger über einen Index wie den DAX zum Beispiel spreche, bitte einfach nur wünschen. Ich mache das wirklich sehr, sehr gern. Ich kann ja von hier nicht sehen und wissen, was meine Traderinnen und Trader hier interessiert. Das heißt, da bin ich so ein bisschen auf Unterstützung angewiesen. So, das dazu, und dann würde ich sagen, klicken wir einfach mal rein in die Charts an dieser Stelle, und heute denke ich auch direkt dran, das Bild im
Stream auf Facebook groß zu machen, damit hier auch unsere Zuschauer das alles sehen können, was wir hier zeigen. Wir starten mit dem Silberchart. Hier der Blick in die Stunde. Aber bevor wir in die Stunde gehen, erst einmal kurz noch der Blick in den Tag. Warum der Blick in den Tag? Der Blick in den Tag, der zeigt uns etwas sehr, sehr Interessantes. Und zwar die Situation, dass wir hier mal klar, ganz klar, im ganz, ganz großen Bild, ich gehe hier nochmal kurz in den Wochenchart, wenn wir uns das ganz, ganz große Bild mal anschauen, hier, das ist natürlich, kann man so sagen, ein Aufwärtstrend, der immer sehr, sehr ausladend ist. In seinen Bewegungen genauso wie in seinen Korrekturen auch, wenn man sich das Ganze hier mal anschaut. Ne? Also da ist nicht wirklich, sagen wir mal, dass man sagen kann, das sind immer kleine, schöne Schwünge oben nach unten, was man da auf der Woche sieht. Aber ich habe jetzt einfach mal hier die Trenderkennung im kleineren Zeitrahmen angemacht und da sehen wir halt auch, dass der Markt hier untergeordnet immer mal hochschwingt, runterschwingt, hochschwingt. Das ist sehr, sehr wichtig an dieser Stelle. Aber was mir jetzt wichtig ist, ist der Blick auf das kurzfristige Bild. Und im kurzfristigen Bild sehen wir seit geraumer Zeit etwas, seit geraumer Zeit, ich gehe da jetzt mal, weil wir aktive Trader sind und keine Investoren hier, an dieser Stelle auf diesen Rahmen, auf diesen Zeitrahmen an hier, was wir seit diesem Zwischenhoch bei 18,85 haben. Das war nämlich hier oben der Anstoß in dieses kleine, sage ich mal, Zwischenlevel, was wir hier gehabt haben. Ich mache das mal ganz kurz noch in roter Einfärbung hier. Dieser Widerstand da oben, das war das Top der ganzen Bewegung. Klar, dieser Abwärtstrend, wie er hier unten war, der hat schon, sag mal, der ist hier oben schon rausgenommen worden. Also das waren mal die untergeordneten Schwünge. Da sieht man auch das Hin- und Herschwingen. Aber wenn man sich das Ganze mal anschaut hier, das hier war das letzte wichtige Level. Also hier unten gab es den letzten Schwung. Da ist der Markt drüber gelaufen, hat das zweite Level auch noch rausgenommen. Also dieser Abwärtstrend hier ist definitiv rausgenommen worden. Aber wir trenden seit einigen Wochen wieder stark nach unten. Stark nach unten, das sehen wir hier entsprechend 18,85, 18,35, 18,10. Das sind fallende Hochs. So, und wenn wir uns die Unterseite mal anschauen, hier tiefer. Wir haben fallende Tiefs, das heißt kurzfristig trenden wir wieder schön nach unten. Und das ist interessant jetzt zu sehen. Wir hatten hier am Montag bei 18,10 das letzte Zwischenhoch, einen starken Abverkauf. Dienstag ging es wieder ein Stück weit runter. Und wir sind hier unten bei der Marke von 17,53 aufgesetzt. Das war historisch gesehen, wenn wir uns die kleine Chartzeit gleich mal die Stunde anschauen, sehen wir, dass das ist ein Level, wo sowas zu erwarten war. Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Ne? Weil wir haben momentan etwas Abwärtsdynamik von oben nach unten. Das sehen wir auch, wenn die Aktienmärkte, also die Indizes nach unten gehen, dann sehen wir definitiv den Markt auch weiter fallen. Und das heißt hier an dieser Stelle steigende Indizes, fallende Preise im Rohstoffsektor. So, und jetzt gucken wir uns das ganze Bild nochmal im Stundenchart an. Hier sehen wir es, die fallenden Hochs vom Tag, die fallenden Tiefs vom Tag. Und was wir jetzt hier sehen, wenn ich das Bild mal etwas näher ranzoome, ist, seit dem Hoch hier oben schwingt der Markt schon wieder runter. Das heißt, wir sind hier momentan verortet innerhalb eines Abwärtstrends, deswegen auch hier sieht man das Ganze schön laufen und das ist die letzte Bewegung sozusagen innerhalb dieses Trends, wenn ich das mal so anmachen darf. Also hier lief der Markt nach unten schön unten rein und hier sehen wir auch diese kurzen kleinen Bewegungen. Das ist das, was dann in den untergeordneten Zeiteinheiten, also im 5-Minuten-Chart beispielsweise, gut erkennbar ist. Und was wir jetzt sehen, ist einfach nur der Gegenlauf zu dem letzten Bewegungsschub hier, der abwärts gerichtet war. Und da wird es jetzt wirklich sehr, sehr interessant, was hier oben passiert. Ne? Hier unten hatten wir das Tief, ne? Das hatte hier unten hier drüben schon mal im Kleinen ein bisschen Relevanz. Hier unten war es zuerst Widerstand, dann Unterstützung. Hier hat es wieder als Unterstützung gehalten. Oben hier die Marke von 17,78, die wird wichtig. Erster Anlaufpunkt nach oben, wird das überschritten, baut sich die korrektive Phase nach oben auf und dann haben wir den Weg nach oben hin erstmal über das kleine Zwischenhoch hier bei 17,83 beziehungsweise dann den Weg Richtung 18,10 auch erstmal wieder offen als Gegenbewegungsphase. Müssen wir sehen, wie es ist. Die Chancen sind auf alle Fälle da, wenn der Abprall von dieser Linie hier sehr, sehr nachhaltig wird. Aber wenn der Markt wieder das Verhalten spiegelt und die Indizes heute möglicherweise im Laufe des Handelstags wieder weiter nach oben laufen, dann haben wir auch gute Chancen, dass wir einfach nur eine kleine Korrektur sehen und wir wieder nach unten laufen. Und wenn das passiert, dann müssen wir jetzt nochmal zurück in den Tageschart gehen. Wenn das passiert, dann wird plötzlich hier
Die Marke um das kleine Zwischentief, das ist die 1738 interessant. Das hat hier als Unterstützung gehalten. Da müssen wir dann schauen, hält es wieder als Unterstützung. Also für die kurzfristigen Trader haben wir momentan zwei schöne relevante Marken. Aber für die mittelfristigen, also diejenigen, die das sozusagen als Swing ein Stückchen weiter zur Unterseite mitnehmen wollen, wird es interessant, wenn diese Marke gebrochen wird. Das heißt, wenn der Silberpreis tatsächlich unter die 1738 fällt, dann ist nämlich der Weg hier, da ist nicht mehr viel drinnen. Hier, der nächste größere Anlaufpunkt im Tageschart, das wäre dann mal hier dieser kleine Schwungbereich, also dieses Zwischentief, was wir hier gehabt haben, um die Marke von 16,53. Also da ist ordentlich Luft nach unten rein und das ist dann ein sehr, sehr interessantes Setup für den etwas längeren Zeitraum. Also hier wieder zwei Marker fürs kurzfristige Trading im Intraday-Bereich sowie auch für die Swing Trades, die etwas länger andauern könnten. Und wie schon gesagt, wir sehen es momentan, der Druck kommt eher von oben nach unten. Also der Weg des leichteren Widerstands zeigt momentan ein bisschen zur Unterseite. Und da würde es mich persönlich, das ist meine eigene Meinung, nicht wundern, wenn wir diesen Bereich hier unten auch irgendwann hinter uns lassen und wir tatsächlich hier Richtung der Zwischentiefs bei 16,53 laufen. So, das zum Silber und damit gehen wir in die Währungen rein. Wir schalten zuerst mal rüber in das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Hier mal kurz der Blick in den Tageschart. Der ist nämlich sehr, sehr interessant hier zu sehen und zwar, guckt euch das mal an, wir sind hier verortet aktuell in einem Aufwärtstrend und der Aufwärtstrend hat gestern eine Wahnsinnsrallye hingelegt. Wir haben also wirklich echt eine richtig hammermäßige Umkehr bekommen. Erste Indikation dafür gab es schon am Montag, aber gestern am Dienstag ist der Markt echt nach oben durchgedreht und hat hier ein wichtiges Korrekturhoch rausgenommen. Ich mache mal kurz die Trenderkennung an. Hier, schaut mal, das hier ist der untergeordnete Abwärtstrend. Also das heißt, dieser starke Schub nach unten war trendförmig. Da sind wir gestern drüber gelaufen und zwar mit Karacho, wie man das so schön sagen kann. Das Hoch hier war bei 109,263 gewesen. Das heißt, dieser korrektive Trend ist erst einmal raus. Da ist nichts mehr da. Der ist technisch beendet. Jetzt kommt es allerdings darauf an, wie der Markt weitermacht, ne? Das heißt, entweder die Bewegung setzt sich direkt nach oben fort. Das heißt, da wird das Tageshoch von gestern interessant. Das heißt, wir müssen dann erst einmal auf alle Fälle hier oben drüber laufen, über dieses Hoch. Und dann kommen die Schwungmarken, die ich hier schon eingezeichnet habe, aus diesem Trend hier nach oben hin in den näheren Fokus. Das heißt, Anlaufmarken hier 109,650 und 110,1, das ist die Marker auf der Oberseite. Wenn die Korrektur sich hier nicht deutlich ausdehnt, ein Anhaltspunkt für diese Korrektur ist erst einmal auf alle Fälle das alte Ausbruchslevel hier über das Trendhoch um die Marke von 109,263. Geht es tiefer, gucken wir gleich mal in die Stunde, weil das sieht man da einfach besser, was hier gelaufen ist, ne? Also momentan sehen wir hier einfach schön die starke Aufwärtsdynamik, momentan halt die Korrektur, ne? Und der eine oder andere wird sich denken, Mensch, das sieht so ein bisschen aus, aber man muss hier ein bisschen schöner machen hier, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Korrekturkanal. In irgendeiner Art und Weise ist es das auch. Also das heißt, wir sehen den Markt hier in einem Kanal momentan nach unten trenden, ist so eine leichte bullische Flagge in dem Moment. Und das ist eine sehr, sehr interessante Konstellation, weil wenn wir hier dann irgendwann den Ausbruch nach oben proben, dann haben wir halt eine schöne korrektive Phase. Wie schon gesagt, die Anlaufpunkte zur Unterseite sind da. Auf Tagesbasis, das Level hatte ich ja erwähnt, mit Blick in den Stundenchart kommt es jetzt drauf an. Hier war der letzte Ausbruch. Bei starken Trends wird der oftmals auch mal angetestet. 109,140 wäre das obere. Hält das nicht, dann können wir uns an den Trendtiefs orientieren. Und die Trendtiefs haben wir hier liegen bei 108,97 beziehungsweise hier unten. Dieser Bereich um die Marke von 108,45, was wir hier im Stundenchart zu sehen bekommen. Und wie schon gesagt, wenn die Korrektur hier tiefer geht, dann ganz klar läuft der Weg in diese Bereiche rein. Haben wir gute planbare Anlaufmarken, bricht der Markt hier oben drüber. Das heißt, wenn er wieder rumdreht, dann ist das Ganze auch sehr, sehr interessant zu sehen, weil dann haben wir wirklich schön aus der Korrektur den Markt nach oben getradet. Und was dann noch kommt, ja, das ist jetzt auch kein Geheimnis, schaut mal, wenn wir hier jetzt aus dieser Korrektur, wo auch immer die rumdreht, nach oben laufen und diesen Schub nach oben fortsetzen, ne, was haben wir dann? Dann haben wir hier, wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis auch anschauen, dann haben wir einen neuen Trend auf Tagesbasis, der in den größeren Trend reinläuft, ne? Das heißt, wir haben dann hier tatsächlich hier einen neuen Trend nach oben, laufen schön auf Tagesbasis auch reinlaufen
Und damit ist die Chance sehr, sehr gut gegeben, dass wir hier auf Tagesbasis in das alte Hoch um die Marke von 1,10287 reinlaufen. Und damit ist dann auch noch nicht gut, sondern wir können hier, wenn diese Marke tatsächlich gewuppt wird, den nächsten Anlaufpunkt angehen. Und den haben wir hier drüben in diesem Zacken aus dem Abwärtsmarkt. Da haben wir einen Bereich liegen um die 110,67. Und das wäre dann mal die nächste Anlaufmarke. Also hier ist ordentlich Fleisch am Knochen dran. Wir müssen einfach nur schauen, dass diese Bewegung, die hier initiiert wurde, sich nach oben fortsetzt. Und dann haben wir alle Karten für eine Long-Bewegung auf unserer Seite. Das zum US-Dollar, japanischen Yen. Und dann schauen wir in das Währungspaar britischer Pfund, Schweizer Franken. So, da gucken wir hier. Britischer Pfund, Schweizer Franken, da ist es. Hier gucken wir rein. Wir gucken rein, wenn wir uns die Währungspaar an, das Währungspaar anschauen. Wir schauen hier in einen validen Abwärtstrend auf Tagesbasis. Ne? Hier sehen wir schön nach unten geschwungen. Eine interessante Sache gibt es, wenn wir uns diesen Trendverlauf mal anschauen. Hier bei Trendentstehung kam ordentlich was unten raus. Hier vorher hat es ein bisschen getingelt, bis er runtergelaufen ist. Was haben wir hier? Den Schub nach oben. Jetzt sind wir runtergelaufen und haben direkt am alten Tief wieder angehalten. Und jetzt wollte der Markt so ein bisschen hoch. Und jetzt kommt es drauf an. Kurse über dem Tageshoch von gestern sprechen für eine korrektive Ausweitung. Prallen wir allerdings ab, also geht dieser Schub nach unten hier weiter, dann kommt das Tief, das Zwischentief um die 1,25287 wieder mit in den Fokus rein. Und wenn das Ganze bricht, bleiben wir gleich mal auf dem Tageschart, weil dann haben wir ein gutes Anlauflevel auf der Unterseite. Erste Mal hier die Marke von 1,248, die ist dann hier noch relativ nah dran. Das ist dieses Level, als dieser hier, dieser Markt unten rausgenommen wurde. Das heißt hier dieses größere Zwischenhaken, dieses Zwischenlow, was wir hier oben, dieses Zwischenhigh, was wir oben hatten, um die 1,248, das war hier drüben in der alten Historie auch immer so ein bisschen ein Drehbereich. Der erste Punkt, aber wenn wir hier kein Halten bekommen, hier unten um die 1,209 ist das nächste Trendtief. Das ist mal hier das, was wir in der Woche nach oben geschwungen sehen haben. Also das, was wir hier sozusagen sehen, wenn wir uns die Woche mal kurz ansehen, hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das ist dieses Level und das ist hier auch das, was wir untergeordnet sehen. Also diese beiden Marker sehen wir halt auch in der größeren Zeiteinheit. Deswegen haben die Relevanzen und das wird jetzt wirklich interessant zu sehen, wie der Markt sich jetzt hier an dieser Stelle weiter verhält. Prallen wir nämlich hier oben vom Tageshoch weg, also läuft es direkt wieder runter, dann ruckt direkt das Trendtief aktuell bei 1,25287 wieder ins Spiel. Ansonsten haben wir nach oben hin ein paar Korrekturbereiche, die wir anlaufen sehen können und das sehen wir schön in der Stunde. Das heißt, wie gerade gesagt, wenn wir hier oben tatsächlich über diesen Bereich drüber laufen, dann setzt sich diese Aufwärtsdynamik fort. Ich mache mal kurz die kleine Trenderkennung raus. Setzt sich diese Aufwärtsdynamik fort. Wir haben dann einen korrektiven Aufwärtstrend und wenn wir hier mal reinschauen, er kann sich ja ausdehnen ohne weiteres bis oben rein und Anlauflevel, wie schon gesagt, der nächste Anlauflevel, den haben wir hier um die 1,27134 beispielsweise, beziehungsweise dann das Zwischenhoch bei 1,27570, die Marker, die wir hier entsprechend sehen, der wichtige Bereich hier unten in dieser Ecke wurde ja schon rausgenommen, also hier das Ausbruchslevel, was da der Widerstand war, da sind wir ja drüber gelaufen und das mag jetzt möglicherweise eine untergeordnete Unterstützung sein. Das schauen wir mal, wie es läuft. Also wie schon gesagt, auch hier haben wir zwei Richtungen offen. Über das Hoch korrektive Ausdehnung nach oben in kurzfristiger Seite. Dreht das Ganze wieder rum, dann können wir hier Attacke zur Unterseite sehen und den Markt prüfen lassen, was er hier am Trendtief macht. Und wie schon gesagt, wenn er dann durchbricht, potenzielle Anlaufpunkte zur Unterseite haben wir definitiv auch mit da. Das zum britischen Pfund, Schweizer Franken. Dann schaue ich jetzt nochmal in die Fragen rein. US-Dollar, Euro, US-Dollar schauen wir uns an, ganz klar. Und dann habe ich noch, schaue ich mal auf Facebook kurz, Fragen sind da keine. Ja, nur eine Feststellung, Tesla ist charttechnikresistent. Jawohl, absolut. Also wer den Chart der Tesla-Aktie mal anschauen möchte, hat jetzt nichts mit Währungen zu tun. Aber es ist immer wieder interessant, wie hier an dieser Stelle manche Märkte echt wahnsinnig laufen. Da gibt es kein Halten mehr. Das erinnert mich so ein bisschen an die Tatsache damals bei VW, als VW so einen brutalen Short Squeeze nach oben erlebt hat. Also das war schon echt eine irre Geschichte und da kann man auch draus lernen. So, also hier britisches Pfund, Schweizer Franken ist durch und wir gucken uns jetzt mal kurz noch den Chart vom Euro, US-Dollar an dieser Stelle an. Das Ganze erst einmal auch mit Blick wieder in den Tageschart. Den müssen wir ein bisschen im Auge behalten, wenn Frau Lagarde heute spricht, aber ansonsten haben wir hier aktuell wieder die Situation hier,
Wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis mal anschauen, hier läuft der Markt halt wieder runter, hier da oben rein. Also ich mache mal die Trenderkennung kurz aus. Hier sehen wir es schön trenden, die Schulterkopf-Schulter-Formation. Hier schön trendet das Ganze auch nach unten. Und jetzt die Frage, wie kann es weitergehen? Die Frage ist hier an dieser Stelle, was macht der Markt jetzt an den Tiefs hier? Ne? Also im Kleinen wie im Großen. Was wir gesehen haben, ist hier in diesem laufenden Abwärtstrend, wir haben hier einen sehr, sehr starken Abprall bekommen. Das heißt, der Markt läuft weiter nach unten. Das heißt, mit Blick in die charttechnischen Situationen haben wir es hier tatsächlich so, der Markt ist zur Unterseite ausgerichtet. Und gestern haben wir hier ein Tagestief bekommen. Ich gehe mal kurz in den Stundenchart, da wird das Ganze interessanter zu sehen. Schaut mal, wir trenden hier in der Stunde nach unten. Wir hatten die Marktbesprechung ja schon mal gemacht. Hier an dieser Stelle. Und hier unten haben wir dieses Low, also dieser Bereich hier unten. Und wenn wir hier tatsächlich weiter runterlaufen, wir sehen es ja, der Markt fällt hier immer weiter ab. Und wenn dieser Bereich hier nach unten unterschritten wird, dann setzt sich diese Abwärtsdynamik fort. Ne? Und wenn wir uns das ganze Bild jetzt hier mal anschauen wollen, wo es hingehen kann, der nächste Anlaufpunkt kommt aus diesem Aufwärtsschub hier. Da haben wir unten drin das kleine Support-Level um die Marke von 1,1070. Und wenn das nicht hält, dann ist der Weg hier unten in die Lows frei, also kurzfristig in die Marke von ungefähr 1,099. Und wenn das auch nicht hält, dann, wenn wir in den Tageschart reinschauen, dann ist der Weg nach unten erstmal offen. Das heißt, bricht dieses Support-Level hier weg, ist der Weg frei auf die 1,049 bzw. im mittelfristigen Bereich dann hier unten an diesem Chart-Tief hier bei 1,088. Und sehr, sehr interessant zu sehen ist halt diese Schwäche, die genau an dieser Widerstandslinie reingekommen ist. Ne? Hier hatten wir ja die Aufwärtstrendlinie, da lief der Markt runter, hat genau bis ran korrigiert und ist dann wieder unten reingefallen. Das ist schon ein Zeichen für eher stärkeren Abgabedruck, und wenn sich das Ganze, wie schon gesagt, zur Unterseite fortsetzt, dann wird es interessant, was passiert hier am nahen Support bei 1098, beziehungsweise dann, wie geht der Weg hier zur 1088 weiter. Das bleibt sehr, sehr interessant und gibt sehr, sehr schöne Handelsmöglichkeiten. So, damit hätten wir auch diese Frage erledigt. Dann schauen wir noch, danke für die Rückmeldung, da freue ich mich sehr. Austral-Dollar, Schweizer Franken, den schauen wir uns auch noch an. Austral-Dollar, Schweizer Franken, das Ganze hier auch wie immer. Erst einmal der Blick in den Tageschart. Übrigens, wenn jemand eine bestimmte Zeiteinheit analysiert haben möchte, bitte auch einfach reinschreiben. Da gehe ich auch drauf ein, dann setze ich halt einfach mal den Fokus in eine bestimmte Zeiteinheit hinein. So, Austral-Dollar, Schweizer Franken. Schweizer Franken ist übrigens eine der Safe Haven Currency. Da haben wir ja die Schweizer Franken und auch den japanischen Yen, die immer wieder dann gekauft werden, wenn es an den Märkten ein bisschen rumpelt. Das heißt, wenn die Safe Havens gesucht werden, das heißt, das sollte man immer so ein bisschen auf der Uhr haben, wenn es ungemütlich an den Märkten wird. So, Austral-Dollar, Schweizer Franken, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich den überhaupt schon mal offen hatte. Hier, nein, der ist noch nie nachgefragt worden. Das heißt, machen wir einfach mal neu hier, Austral-Dollar, Schweizer Franken. So. Gut, machen wir das Ganze mal eben groß, gehen wir mal eben in die Stunde rein und ich mache mal hier kurz noch das Handelstool aus, nicht, dass ich hier ungünstigerweise eine Order platziere, das wollen wir natürlich nicht. So, also wir sehen es hier, Blick in den Tageschart vom Austral-Dollar, Schweizer Franken. Es ist kein Geheimnis, wir sind hier verortet in einem Abwärtstrend. Sehr, sehr schön, was wir hier sehen. Hier, schaut euch das mal an, dieser alte Ausbruchsbereich, den wir hier unten gehabt haben, in diesem Schwungbereich um die Marke. Ich klemme auch hier mal kurz noch was rein, hier in diesem Bereich um die, naja, ganz grob 0,6525. Der Bereich, den testen wir gerade so ein bisschen. Also das ist jetzt natürlich hier keine Unterstützung, sondern das ist ein Widerstand. Und hier wird es jetzt interessant, wenn wir uns die aktuelle Verortung mal anschauen. Die Verortung hier an dieser Stelle, die zeigt uns nämlich hier mit diesem Abwärtstrend, wir sind jetzt hier schön in eine Korrektur reingelaufen und hier wird es jetzt spannend, weil diese Widerstände, die haben ja immer eine gewisse Relevanz. Über dem Widerstand heißt Stärke, das heißt in dem Moment korrektive Ausdehnung. Prallen wir allerdings ab, ist das dann wieder charttechnische Schwäche und da kommt dann relativ flott wieder die Unterseite. Das heißt, was wir hier sehen, die Marke, die wir mal bestimmen müssen, ist einmal die Unterseite bei knapp 0,64,4 und nach oben hin, wo sind interessante Anlauflevel? Und wenn wir jetzt sehen, wir kriegen Stärke rein, Schwunglevel hier nach oben hin, das wäre einmal hier dieses kleine Zwischenhoch bei 0,66. Und wenn wir dann mal schauen, je nachdem, wie weit das ausläuft, hier oben, wenn wir mal die korrektiven Phasen anschauen vom letzten Schwung, haben wir eins bei 0,67.
349, also in diesem Dreh rum. Und ein wichtiges Level hier, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Dieser Bereich hier, schaut mal, das war der Bereich, als dieser Aufwärtstrend unten rausgenommen wurde. Der hat hier hinten als Widerstand gegolten, hier war es Unterstützung. Hier ist der Markt ein bisschen hin und her gezappelt, das heißt, das ist relevant. Heißt, bleibt die Stärke drinnen und wir laufen hier zwischendrin drüber, dann kommt dieser Bereich mit Sicherheit definitiv oben raus, beziehungsweise oben rein, und da muss man dann tatsächlich auch drauf achten, also die korrektive Ausdehnung. Und für diejenigen, die das Ganze im Kleinen traden wollen, wenn man da mal in die Stunde schaut, sehen wir, wir sind hier innerhalb des Support, Support and Resistance. Es ist halt, es dreht sich halt gerade. Ne? Wenn wir drüber gehen, wird es eine Unterstützung. Wenn wir abprallen, war es halt der Widerstand. Und da ist es interessant zu schauen, was der Markt jetzt an dieser Stelle hier auch macht. Und da sehen wir nämlich im Kleinen, wir haben erstmal diesen Abwärtstrend hier rausgenommen und stabilisieren uns momentan oben so ein bisschen. Und wenn wir jetzt hier tatsächlich oben drüber laufen, wären das feine Indizien, dass es doch durchaus höher gehen könnte in die Korrektur rein. Bleibt der Seitwärtsverlauf allerdings ein Schwächezeichen, dann bricht es unten drunter durch und das ist der Abprall. Ja? Und das sehen wir sehr, sehr schön in den kleinen Zeiteinheiten. Und da muss man gar nicht in die 5 Minuten gucken. Das sieht man hier sehr, sehr schön in der Stunde, wie hier das Verhalten ist. Und die Marker, die wir brauchen, das sind die, die wir definitiv in der Stunde sehen. Das heißt, wenn wir uns das mal groß machen hier, oben ist sozusagen das Hoch hier, unten das Tief. Und wenn wir uns das mal eben kurz anschauen hier, ich mache es mal ganz kurz rein zur Veranschaulichung. Ne? Wir haben hier oben den Deckel drauf und hier unten so leicht wie eine Unterstützung. Ne? Das ist jetzt nur ganz grob genommen. Und wer sich das Ganze hier in den 5 Minuten anschauen will, der sieht nichts anderes. Ne? Der sieht in den 5 Minuten auch einfach nur diesen Zwischenlauf, den wir hier haben, dieses Hin- und Hergetingel. Da ist nichts zu machen. Die Marken oben und unten, das sind die Entscheider. Und wenn wir da drüber rausgehen, baut sich die korrektive Phase aus, prallen wir ab, sollten wir uns wieder zur Unterseite orientieren. Hier in diesem Punkt rein. So, gut, das also zum Australdollar, Schweizer Franken. Ich hoffe, das passt soweit. Sehr schön, das Danke habe ich bekommen. Das freut mich sehr. Das heißt an dieser Stelle, kurz vor 9, Zeit, den Markt sein zu lassen. Schaut's rein, macht die Setups. Toi, 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 haltet euch an die Strategien und verdient das Geld an den Märkten, das ihr gerne verdienen möchtet. Wir sehen uns morgen wieder 8.30 Uhr zur Besprechung aktueller Handelsideen. Und damit tschüss und danke. Bye, bye.